Hallo Fans, ich begrüße euch zu den Stimmen zum Spiel gegen den VfR Aalen. Erik, Angina ausgeheilt? Ja, so alles ist wieder gut. Ich freue mich, dass ich wieder trainieren darf mit Mannschaft und ich freue mich auf nächstes Spiel. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man zu Hause krank im Bett liegt und dann die Mannschaft im TV sehen muss und nicht dabei sein kann? Ist eine Katastrophe für einen Spieler, das zu anzuschauen, weil er kann nicht helfen, mithelfen und ja, Gott sei Dank, dass das Mannschaft hat das noch geschafft, 2-2 zu machen letztes Mal und ich hoffe, dass wir bestätigen, dass jetzt mit einem Sieg zu Hause. Ja. Und gerade ärgerlich ist es doch sicherlich, da du dein erstes Tor im Pokal geschossen hast und dann, denke ich mal, heiß warst, wird es jetzt in der Liga klappen? Ja klar, ich habe mich gefreut nach erste Pflichtspieltor und ja, ich hoffe, dass ich kann jetzt weiter nachlegen und in Liga auch ein bisschen zur Mannschaft helfen. Okay. Ich habe eine persönliche Frage, wie siehst du dich eigentlich als Stürmertyp? Siehst du dich als Stoßstürmer oder eher so als Neunhalber, der sich so um den Strafraum rumbewegt? So ist das eigentlich auch mein Eindruck, weil du sehr beweglich bist, viel läufst und da ist es manchmal auch so, dass man halt auch eher mal Vorbereiter ist. Ja klar, ich bin mehr so 9,5, glaube ich, Position. Mir gefällt, dass wir haben so einen starken Stürmer als Buba, der vorne die Bälle behauptet und ich kann dann drumherum laufen. Natürlich auf diese Position haben wir große Konkurrenz im Moment und ja, ich versuche da kämpfen um meine Position, dass ich auch spielen darf. Okay, zum Schluss eine bisschen ungewöhnliche Frage. Was wäre deine Wunschanzahl an Toren diese Saison? Also gegen deine Rücknummer hätte ich jetzt nichts einzuwenden, aber einfach mal so, sag irgendeine Zahl. Ja, so, ja, ich würde glücklich jetzt erste Saison mit 10 Toren am Schluss sein und wenn Buba hat doppelt so, dann freut mich doppelt so. Riva, 2-2 in Sandhausen, da war mehr drin, oder? Ja, müssen wir am Ende einfach glücklich sein, weil nach 2-0 wir haben wieder 2 Tore geschossen und Punkt von da geholt und am Anfang an die Elfmeter, ob wahr oder nicht, ich weiß nicht, was die haben da gesagt. Normalerweise muss Bitroff mit Spieler gehen, nicht in die Elfmeter machen. Okay, wir haben früher Tor gekriegt und danach dieser Schock 2-0. Wir waren verloren im Spiel. Danach haben wir noch kurz vor dem Halbzeit, Kruse hat 2-1 geschossen. Das war super Zeit für Tor. Später 2-2 konnten wir noch am Ende noch ein Tor schießen. Aber jetzt haben wir auch Heimspiel gegen Aalen, müssen wir uns konzentrieren, drei Punkte hier lassen. Genau, nun haben wir letzte Saison zweimal 1-1 gegen Aalen gespielt. Ich denke mal, diesmal soll am Sonntag ein Siegball rumspringen. Wie sieht der Plan aus? Was sagt der Trainer? Gegen solche Mannschaften ist immer schwer zu spielen, weil die stehen kompakt hinten und ist immer schwer eine Lücke oder Platz finden für Ball, letzter Pass oder Tor, aber müssen wir diese zwei Spiele von letzter Saison einfach als Erfahrung nehmen und mit Geduld spielen und einfach Tore schießen. Genau, dann zum Schluss noch eine Frage, was sicherlich die Frauenwelt hier in Cottbus interessieren wird. Am Sonntag ist das erste Mal hier unser neuer Eislieferant Gelato Artista im Stadion. Was ist denn deine Lieblingseissorte? Schokolade mit Sicherheit. Okay, ich danke dir.